aufgefallen ist, bin ich nicht normal angezogen. Heute bin ich nämlich als Luigi verkleidet. Und das ist natürlich nicht einfach so, das, weil wir heute den streng geheimen Super Mario Film schauen. Um 3 Uhr nachts, Freunde, das wird viel zu krass. Hier drin ist der Film. Und der lag heute Morgen, als ich aufgewacht bin, einfach unter meinem Kopfkissen. Und ich weiß nicht, wie er da hingekommen ist, Freunde. Hier drunter lag der einfach unter meinem Kopfkissen so versteckt. Und irgendwer muss ihn ja hier hingetan haben, Freunde. Das Ding ist, zum Glück habe ich eine Überwachungskamera im Raum, die Nacht über alles gefilmt hat. Und diese Aufnahmen schauen wir uns jetzt an. Freunde, gehen wir direkt mal in den Ordner. Mit den Überwachungskameraaufnahmen. Okay, und hier bin ich auch schon schlafen gegangen. Ja, da steige ich in mein Bett und lege mich schlafen. So, jetzt liege ich in meinem Bett. Aber bisher war noch nichts unter meinem Kopfkissen. Gerade hat man ja noch nichts gesehen. Das Ding ist, irgendwoher muss dieser Film ja kommen. Hier drin ist jetzt auch diese CD. Auf der Film ist. Die können wir auch mal rausholen. Auf der schauen wir ja gleich den Film an. Das Ding ist, wartet mal. War da gerade was, Freunde? Oder habe ich mich da gerade verguckt? Also, ich dachte, dass da gerade was war, Freunde, oder? Habt ihr auch was gesehen? Dann schreibt jetzt mal Mario in die Kommentare. Aber gut, lasst uns jetzt mal ein bisschen vorspulen, bis irgendwas passiert, weil irgendwie schlafe ich ja die ganze Zeit so. Vorspulen. Und wartet mal, was ist das hier? Da kommt doch gerade irgendjemand in den Raum und der hat so einen roten Anzug an. Ist das etwa Mario, Freunde? Der sieht doch genauso aus wie der hier drauf. Der hat hier so eine rote Kappe auf, der hier auch. Und noch so einen roten Anzug mit einer blauen Latzhose, ja. Und wartet mal, hat er nicht auch den Film hier in der Hand? So sieht's aus, Freunde. Das ist so gruselig. Und er kommt auf mein Bett zu und was macht er da? Er versucht irgendwie leise zu sein, dass ich nicht aufwecke. Ich meine, ist ja klar, er will irgendwas unter mein Kopfkissen legen, bestimmt. Ich meine, das muss er gewesen sein mit diesem Film. Und danach leise wieder gehen, dass ich ihn nicht bemerke. Aber gut, er legt den Film jetzt unter mein Kopfkissen, ja. Jetzt wissen wir, wer ihn drunter gelegt hat. Ganz sicher, Freunde. Auf der Überwachungskamera sehen wir es gerade. Und er geht wieder, aber nein. Er geht nicht direkt wieder, sondern er hat noch so einen Zettel. Und hängt ihn hier in die Überwachungskamera. Das heißt, er wusste die ganze Zeit, dass da eine steht. Und auf dem Zettel steht um 3 Uhr nachts anschauen. Was, Freunde? Das heißt, er will, dass wir uns diesen Film um 3 Uhr nachts anschauen? Aber sollen wir das dann wirklich tun? Nicht, dass dann irgendwas Gruseliges auf diesem Film hier drauf ist. Freunde, wenn wir den Film schauen sollen, dann schreibt jetzt alle mal Film in die Kommentare und gebt einen fetten Daumen nach oben. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt direkt mal rüber ins Wohnzimmer, denn da können wir den Film gleich anschauen. Let's go. So, Freunde, wir sind im Wohnzimmer und hier ist der Fernseher, auf dem wir den Film gleich anschauen werden. Holen wir den direkt mal hier raus. So, hier ist sie drin. Die CD mit diesem gruseligen Mario drauf. Und hier schalten wir jetzt direkt auch mal unseren Fernseher an. So, er geht an. Und schieben unsere DVD auch direkt mal rein. So, sie geht rein. Und das Ganze schließt sich wieder. Perfekt. Und da sieht man jetzt auch schon das erste Bild vom Film, Freunde. Wie krass ist das denn? Das Ding ist, es ist erst 2.58 Uhr. Und das bedeutet, wir müssen jetzt noch 2 Minuten warten, bis wir auf Play drücken dürfen. Weil Mario hat ja gesagt, wir dürfen den Film erst um 3 Uhr nachts starten. Aber das Gute ist, dann können wir jetzt noch schnell unsere Snacks holen gehen. Ich habe uns nämlich originale Super Mario.exe Popcorn besorgt. Die sind einfach so super lecker. Mmh. Aber irgendwie gruselig, weil sie ja von Super Mario.exe kommen. Aber nicht nur das, ich habe uns auch noch zur Verteidigung ein Riesensäbel und noch so ein Drehteil hier geholt, das wir benutzen können, wenn Super Mario hierher kommt. Weil er wird ja nichts Gutes von uns wollen, Freunde, wenn er uns so einen gruseligen Film unter das Kopfkissen legt. Und dann haben wir hier noch eine Polaroid-Kamera, mit dem wir, wenn er hier ist, noch Bilder von ihm machen können. Und die druckt die Bilder dann auch direkt aus. Aber gut, ich glaube, es ist jetzt 3 Uhr. Ja, hier seht ihr es, Freunde. Und das heißt, wir nehmen jetzt direkt unser Popcorn und die anderen Sachen und starten direkt den Film. Let's go, Freunde. So, wir haben alles da, Freunde. Und das heißt, jetzt können wir den geheimen Mario-Film direkt mal starten. Let's go. Und wow, startet dieser Film gruselig, Freunde. Da ist einfach Marios Grab und es wird irgendwie vom Blitzen getroffen und so. Wow, da kommt eine Hand raus und da kommt Zombie Mario raus. Wow. Das ist einfach Zombie Mario, den ihr da gerade seht, Freunde. Wie krass. Aber der sieht doch nicht so gruselig aus wie dieser Mario hier auf dem Popcorn. Naja, schauen wir direkt mal weiter. Und der Film geht weiter, Freunde. Der sieht irgendwie ganz, ganz gruselig aus. Aber wartet mal, ist da Peach gerade an dem Grab von Mario? Peach ist doch Marios Freundin, die Prinzessin, oder? Und ja, sie legt da Blumen und geht jetzt weg. Und läuft irgendwie zu diesem Baum hier rüber. Weil es regnet, Freunde. Sie will nicht nass werden von dem ganzen Regen. Sie schützt sich da, aber wow, wartet mal. Findet sie da gerade eine Schatzkiste? Ja, Peach hat da gerade eine Schatzkiste gefunden. Die ist noch so halb verbuddelt. Buddel sie aus, Peach. Und ja, sie buddelt sie aus. Und holt sie raus. Und wow, was ist da drin? Sie muss sie direkt mal öffnen. Und da drin ist... Oh, ich bin so gespannt. Ein Buch. Okay, also ich hätte jetzt mit Gold oder so gerechnet. Aber ein Buch ist auch okay. Sie geht mit dem Buch auf jeden Fall jetzt erstmal nach Hause. In ihr kleines Häuschen hier rein. Und es beginnt wieder zu regnen. Es regnet einfach die ganze Zeit, Freunde. Jetzt gehen die Blitze wieder los. Ach, und jetzt wird Mario erst zum Leben erweckt. So, jetzt kommt er aus seinem Grab raus. Die Szene haben wir ja gerade schon gesehen, Freunde. Und geht jetzt irgendwie hier den Weg entlang. Hat ihn Peach vielleicht heraufbeschworen? Ja. Es sieht gar
ganz so aus. Weil da kommt Peach jetzt und umarmt Mario übel. Zumindest den Zombie-Mario. Aber wow, er greift sie übel an und sie stößt ihn weg. Er ist auf jeden Fall nicht mehr der nette Mario. Ja, sie geht auch ein bisschen zurück. Und wow, jetzt rennt sie. Ja, renn weg, Peach. Wow, vor Mario, diesem bösen Monster. Okay, er verfolgt sie auf jeden Fall. Es wird so eine richtige Verfolgungsjagd hier draus. Er will sie, glaube ich, auch essen oder auch zu einem Zombie machen oder so. Wow, es ist spannend, Freunde. Und da ist jetzt ein Baumstamm. Und da kommt Peach nicht drüber. Wobei, doch, sie springt einfach. Und hat sie über den Baumstamm geschafft. Ja. Oh, wow, Mario. Beziehungsweise Zombie Mario fliegt da einfach drüber und voll auf seinen Kopf drauf. Aber wow, Peach rettet ihn irgendwie wieder. Weil sie noch Mitleid mit Mario hat. Und wow, sieht der jetzt einfach lustig aus, Freunde. So ganz, ganz verwirrt. Aber gut, Peach will ihm da irgendwas geben. Und ja, sie verbindet ihm irgendwie seine Wunden. Sie ist einfach immer noch nett zu ihm und verliebt in ihn. Ja, da sieht man es auch. Und jetzt ist er auch wieder verliebt in sie. Und er erinnert sich zurück, als sie geheiratet haben, die beiden. Oh, ist das süß. Aber ich glaube, der Zombie in ihm beherrscht ihn immer noch. Er streichelt Peach irgendwie nur noch. Und ist jetzt wieder nett zu ihr und sie lachen einfach beide zusammen. Peach hat es einfach mit ihrer Liebe geschafft, den bösen Mario hier wieder zu einem Guten zu machen. Das ist so süß, Freunde. Und wow, jetzt kochen sie irgendwie zusammen, oder? Sieht ganz so aus und Mario ist irgendwie immer noch verliebt in sie. Wow, und in dieses Essen. Da steht wirklich so leckeres Essen vor denen. Und die beiden essen und lachen einfach zusammen. Und das ist schon wieder der neue Morgen. Und Peach geht irgendwie raus und pflückt Blumen. Und das bestimmt für ihren Freund Mario, auch wenn er jetzt nicht mehr so gut aussieht. Ich meine, er ist immer noch so grün wie so ein Zombie. Aber das scheint Peach ja nicht zu stören. Sie geht mit ihm jetzt nämlich über die Wiese und will ihm, glaube ich, ihre gepflückten Blumen zeigen. Aber was passiert da gerade mit Mario? Wow. Er sieht irgendwie so aus, als ob er verbrennen würde. Was, Freunde? Ja, er ist irgendwie in der Sonne und verbrennt zu Staub. Und das stand auch in dem Buch, das sie gefunden hat. Peach hat Mario nämlich beschworen. Aber er darf niemals in die Sonne gelangen, sonst verpulvert er wieder zu Staub. Aber dafür ist es jetzt schon zu spät, Freunde. Mario ist zu Staub verfallen und Peach weint jetzt einfach an seinem Grab. Das ist so traurig, Freunde, aber wow, es geht noch weiter. Da sitzt Mario einfach gerade vor dem Grab von Peach und Luigi. Ich bin doch auch Luigi gerade. Will mir Mario vielleicht damit irgendwas sagen, Freunde? Ich hoffe nicht. Ich habe auf jeden Fall schon so eine Angst, dass hier irgendwo jemand ist, aber gut, schauen wir weiter. Und da ist einfach Peach und Luigi, ja, und Mario trauert voll um sie und er scheint irgendwie wieder normal zu sein. Und ich glaube, er erinnert sich auch daran, wie das Ganze passiert ist. Die zwei waren nämlich unterwegs, Mario und Luigi, ja, und sie mussten über irgendeine Brücke gehen und unter der war einfach so heiße Lava. Und da drüben ist einfach auch Bowser und er hält Peach gefangen. Wow! Dieser böse Schildkrötenmann da. Wow, ist das spannend, Freunde, aber sie müssen auf jeden Fall über diese Brücke, um Peach zu retten. Und Mario ist ja an Peach verliebt, deswegen gehen jetzt beide rüber, ja, rüber über die Brücke zu Bowser. Und der scheint irgendwie gar nicht glücklich drüber zu sein. Nee, der redet irgendwie mit denen. Peach kriegt Angst und Mario und Luigi sind voller Feuer und Flamme. Aber wow, die kämpfen jetzt irgendwie miteinander. Ja, es gibt übel den coolen Fight zwischen den Ganzen. Mario und Luigi gehen auf Bowser drauf, ziehen ihn an den Haaren und so. Wow, das wird jetzt richtig actionreich. Aber wie sind dann bitte Luigi und Peach gestorben? Ich weiß es nicht. Die beiden sind auf jeden Fall auf Bowser drauf und wow, Mario wurde irgendwie weggeschleudert. Und Luigi sieht es und wow, ja, Luigi reitet diese Schildkröte irgendwie so richtig. Ja, er hält ihm die Augen zu und macht ihn richtig fertig. So muss es sein, Freunde. Und Mario rennt währenddessen irgendwie zu Peach, ja, hier rüber. Und versucht sie jetzt aus dem Käfig da drüben zu befreien. Und es scheint auch geklappt zu haben. Ja, die Tür ist offen und Peach ist befreit. Ja, Mario, du hast es geschafft. Dieser Film ist ja viel zu krass. Und jetzt rennt er mit Peach irgendwie weg. Während Luigi einfach immer noch mit Bowser kämpft. Und wow, der stolpert jetzt über einen Stein. Ja. Und das heißt, Bowser ist... Er steht jetzt wieder auf und er wird ganz wütend. Er sieht jetzt, dass Mario mit Peach wegrennt und rennt den beiden hinterher. Hinter den beiden her und wow, das wird jetzt wieder eine Verfolgungsjagd. Wie krass ist das denn? Beide müssen wieder über die Brücke. Und Bowser springt da einfach rüber mit einem Hechtsprung über diese ganze Brücke. Und er hat sich Peach wieder gekrallt. Oh nein! Peach, die Prinzessin, die Freundin von Mario. Und Mario sieht das Ganze. Und wird noch wütender, Freunde. Er wird ganz, ganz wütend. Er ballt seine Faust. Und wow, jetzt wurde er auch zu Mario.exe. Seht ihr das? Jetzt ist er genau die Gestalt, die auch hier auf diesem Eimer hier drauf ist. Er wurde so wütend, dass er sich in Mario.exe verwandelt hat. So muss das sein, Freunde. So will ich Mario sehen. Weil dieser böse Schildkrötenmann muss verlieren. Aber er steht wieder auf. Jetzt scheint er richtig ultra wütend sein. Ultraschallwellen auszusenden. Schaut mal, da entstehen solche Druckwellen, die Mario einfach weggeschleudert haben. Und wow, da liegt einfach Luigi auf dem Boden. Und Peach geht zu ihm und versucht ihm zu helfen. Ist Luigi etwa... Nee, es geht ihm gut. Er hat seine Augen geöffnet. Gut, Freunde. Und er steht auch wieder auf mit seinen zwei Vampirzähnchen da vorne. Und sie rennen jetzt rüber zu Bowser. Aber wow, der macht immer noch seine Schallwellen. Nee, jetzt rennt er weg. Und rennt den beiden wieder hinterher. Es gibt wieder eine Verfolgungsjagd. Und hinter den allen ist Mario.exe mit so einem Hammer. Wow, die alle müssen immer noch über die Brücke. Aber es scheint so, als ob die Brücke das Ganze nicht aushält. Nee, bei Mario.exe. Die einfach von der anderen Seite kaputt macht mit seinem Hammer. Und damit sind alle runtergestürzt. Peach, Luigi, all seine Freunde. Und das
realisiert er jetzt. Und deswegen weint er so doll. Und dann war Mario.exe geschaffen und er war für immer böse. Das ist so ein krasses Ende, Freunde. Und vor allem so... Mario. Na, was war das? Da drüben war gerade irgendwas, Freunde. Wow, hier drüben. Ich stelle euch mal kurz hier hin und schau nach, Freunde. Ich bin gleich wieder da. Ich muss nur kurz schauen, ob da irgendwas war. Hallo? Okay, nee, Freunde, da war niemand. Dann muss ich mich wohl verhört haben. Aber ich könnte schwören, dass da gerade irgend so ein Geräusch war oder so. Freunde, wenn ihr irgendwas gesehen oder gehört habt, dann schreibt jetzt direkt mal in die Kommentare. Weil ich bin mir fast sicher, dass da irgendwas war, aber naja. Lasst uns jetzt lieber mal unsere Geisterkamera zur Hand nehmen. Und mit der hier ein paar Fotos machen, weil die druckt die Bilder direkt aus. Und zeigt auch, ob irgendwelche Geister in den Räumen sind. Weil auf den Bildern sieht man diese Geister da. Und ich meine, Mario.exe ist ja bestimmt ein Geist oder irgendwie so ein Dämonenwesen oder so. Und dann wird er hier drauf vielleicht auch sichtbar. Lasst uns direkt mal ein Foto von hier drüben machen. Freunde, so sieht das Motiv jetzt aus. Und so machen wir jetzt auch direkt mal ein Foto in 3, 2, 1 und so. Das Foto ist gemacht, es hat gerade einfach übel krass geblitzt und hier kommt das Foto jetzt rausgefahren. Ja, hier aus der Kamera. Da können wir das Bild jetzt rausmachen. Das ist jetzt zwar noch weiß. Aber wenn wir das genug schütteln und ein bisschen warten, dann entsteht hier das wirkliche Bild drauf. Seht ihr, man kann schon ein ganz bisschen was erkennen. Wir müssen es nur noch ein bisschen mehr schütteln. Und dann wird das Bild zum Vorschein kommen und ich bin so gespannt, ob da Mario drauf ist. Und das gibt es nicht, Freunde. Wartet mal. Seht ihr auch das, was ich sehe, das hier ist doch Mario, oder? Ja, der Typ hat so einen roten Anzug an und stand genau hier hinten. Aber als ich das Bild gemacht habe, war da noch niemand. Das heißt, es ist Mario.exe und da ist einfach so ein Geisterwesen oder so. Und er stand einfach genau hier hinten, hier an der Tür. Hier muss er gestanden haben, Freunde. Genau da, wo er stand, von hier aus. Hängt irgendwie so eine Spur von Popcorn an, Freunde, und die führt bis nach da hinten. Das kann doch kein Zufall sein, Freunde. Hier liegt diese Popcornspur. Und das sind auch wirklich echte Popcorn. Mm. Aber gut, soll ich mir dieser Spur vielleicht mal folgen? Ich meine, Mario.exe will uns ja irgendwas sagen. Ansonsten hätte er uns den Film nicht gegeben. Und deswegen lasst uns jetzt direkt mal dieser Spur hier folgen. So, die führt hier nach hinten. Hier immer weiter dieser Popcornspur folgen und hier um die Ecke. Und das sind einfach alles so kleine Popcorns. Und hier hinten geht's weiter. Aber wo, denkt ihr, wird die uns hinführen, Freunde? Das ist ja viel zu krass. Die führt hier einfach immer noch lang. Und hier drüben endet sie auch fast schon. Seht ihr das, Freunde? Die geht hier noch um die Kurve und dann an diese Tür. Und Freunde, wollt ihr wissen, was hinter dieser Tür ist? Hinter dieser Tür ist einfach die Toilette. Und hier drin ist eigentlich nichts auf den ersten Blick. Aber mit unserer Geisterkamera können wir das Unsichtbare sichtbar machen. Also lasst uns mit der auch direkt mal ein Bild von dieser Toilette hier machen. So, das Motiv passt und jetzt müssen wir nur noch einmal auf den Auslöser drücken. Und das machen wir jetzt. So, let's go. Es hat einmal Klick gemacht und hier oben fährt jetzt auch schon wieder dieses Bild hier raus. Und es ist jetzt am Anfang immer noch weiß. Aber es sollte ja gleich wieder was sichtbar sein, Freunde. Und ja, so langsam sieht man da drauf auch schon was. Aber noch nicht genug, um das erkennen zu können. Also schütteln wir jetzt noch einmal kurz. Und dann sollte das Ganze besser zu erkennen sein. Und ja, schaut einfach mal, Freunde, auf diesem Bild. Sitzt Mario einfach auf der Toilette und hat irgendwie so Klopapier in der Hand. Ist das witzig, Freunde? Aber wow, in echt war er wieder nicht da. Nur die Geisterkamera hat ihn irgendwie aufgenommen. Ist ja viel zu krass. Von da drüben kam gerade ein Geräusch. Lasst uns direkt mal mit unserer Geisterkamera hier rüber gehen. Aber es sieht eigentlich so aus, als ob hier nichts ist, oder? Das Ding ist, Mario ist ja aber auch unsichtbar. Das heißt, wir machen direkt mal wieder ein Bild. So, let's go. Okay, das Bild ist gemacht. Und es fährt auch schon oben raus. So, es ist rausgefahren. Und wartet mal, auf dem Bild sieht man irgendwie direkt schon was. Holen wir es mal raus und auf dem Bild ist einfach Mario. Hier mit so einem Selbst direkt vor uns steht. Wow. Das heißt, irgendwo hier muss da gewesen sein. Aber warte mal.